Willkommen zurück zu einem weiteren Video meinerseits. Heute wieder mit einem Dokkan Battle Video. Wie ihr sehen könnt, momentan ist das 7. Anniversary und wir werden heute bei LR Gogeta bzw. den God Boys ziehen. Wir haben zurzeit hier die Möglichkeit, erstmal für vergünstigte Summons sozusagen zu ziehen, also beziehungsweise vergünstigte Stones. Den Durchlauf werden wir machen. Ich habe ausgerechnet, wir können in etwa 17, 18 Multis machen. Die letzten Videos, die ich gemacht habe, waren alle nicht so toll. Ich habe leider meistens nicht das gezogen, was ich gerne gehabt hätte. Aber vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal hier, was Gutes zu ziehen. Des Weiteren werde ich bei diesem Video hier zum einen, wie gesagt, hier die vergünstigten Banner mitnehmen. Ich werde erstmal gleich beginnen hier mit diesem Banner, weil ich würde gern lieber hier LR Gogeta Super Saiyan 4 ziehen. Und warum das so ist, ganz einfach, ich liebe Super Saiyan 4 Gogeta. Ich habe mich schon immer gewünscht, dass hier ein Super Saiyan 4 Gogeta auch erscheint. LR wohlgemerkt. Und auf JP gab es das ja schon ab Januar. Da war ja schon der 7. Anniversary sozusagen. Und bei diesem Banner haben wir wirklich einige sehr, sehr coole Charaktere. Aber bei diesem Banner will ich halt, wie gesagt, in erster Linie den. Der ist natürlich gut. Dann habe ich mitbekommen, dass der Shenlong hier auch ganz gut sein soll. Also, der ist natürlich neu, deswegen würde ich den auch gerne mitnehmen. Dann den Namek-Goku, den habe ich schon. Würde ich aber trotzdem natürlich einen Duke mitnehmen gerne. Evo Vegeta, ja, nehme ich natürlich trotzdem auch gerne mit. Allerdings muss jetzt nicht unbedingt sein. Muss auch nicht unbedingt sein. Ich habe auch schon einige von denen gezogen. Ich nehme natürlich alle trotzdem gerne an. Bei dem Goku hier und bei dem Vegeta habe ich erfahren, dass die ein EZA bekommen. Und deswegen sind die bald auch wieder spielbar. Das heißt also, ich würde auch davon Dupes gerne mitnehmen, falls ich sie ziehen sollte. Ansonsten haben wir halt noch den alten Int Vegeto. Ja, kann man machen. Kann man machen. Muss man nicht zwingend. Und dann hier die beiden GT-Charaktere. Ich weiß noch, diesen Charakter hier habe ich damals mit Coins gezogen, weil ich den unbedingt haben wollte. Den brauchte ich nämlich damals, vielleicht erinnert ihr euch, es gibt diesen 77er-Millionen-Schadens-Modus, wo man bei Mr. Satan hier genügend Damage machen muss und dafür habe ich den halt gebraucht. In erster Linie dafür, sonst... Ich habe den zwar auch öfters bei anderen Events benutzt, aber ansonsten... Ja, und der Vegeta. Den Vegeta habe ich zum Beispiel nämlich nicht. Den hätte ich auch noch sehr, sehr gerne. Ja, der Rest ist Mumpitz. Also, bei dem Banner natürlich am allerliebsten hier den LR Gogeta. Dann hätte ich gerne die Super Saiyan 4, die beiden. Gerne Dupes und vielleicht noch den GT Vegeta. So gesehen also vier Charakter, die ich ganz gerne hätte. Aber ich würde natürlich jeden anderen auch gerne annehmen. Was jetzt den anderen Banner angeht... Dort werden wir zwar auch ziehen, aber wie gesagt, ich setze den Fokus erstmal hier auf Gogeta. Die würde ich natürlich gerne ziehen. Broly würde ich auch nehmen, ist neu halt. Und den Freezer. Boah, ich hätte so gern diesen Freezer. Ne? Ich finde Freezer persönlich, ist nur meine persönliche Meinung, ich finde den irgendwie cooler als hier Goku. Ich weiß nicht, auch so seine Moves zum Beispiel, auch seine Super Attack Ulti halt, die ist richtig, richtig nice. Also, finde ich schon gut. Ja, UI, müssen wir nicht drüber reden. Mit einer der besten Units bis dato immer noch. Und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall den Majin Buu. Oder Buhan besser gesagt, nehme ich natürlich auch gerne. Ladi La Loca, vielen Dank für deinen Follow, mein Bester. Vielen Dank fürs dabei sein und willkommen. Dankeschön für deinen Follow. Hola, Bros. Buenas tardes. Guten Abend. Good evening. So, die beiden Gogeta, also nicht beiden Gogeta, sondern Gogeta und Vegeto, muss nicht sein. Früher konnte man die gut spielen, mittlerweile auch nicht mehr wirklich. Den spiele ich bis heute noch ganz gerne. Fragt mich nicht warum, aber ich nutze den immer noch ganz gerne. Die finde ich eigentlich auch nice, aber ich habe die lange nicht mehr gehabt. Hätte ich, aber ich habe es nicht getan, weil ich dumm war. Was geht? Schönen guten Abend, Fenimal, alles gut bei dir? Wie geht's, wie steht's? By the way, Team geht gut voran. So. Also, ich habe gesagt, was ich ziehen will. Jetzt beginnen wir mit den Puls. Mal sehen, was wir ziehen werden.
Okay, erster Multi ist schon mal nix. Wohlgemerkt auch seit der. Oh! Hä? Und ich sag es nix. Und ich sag es nix. Hey, aber mit Kid Trunks? Hä? Ey, das war doch keine Animation, nix, hä? Okay, aber ein LR haben wir schon mal. Was ich noch sagen wollte, seit dem letzten Video, was wir gemacht haben, kam auch das Update, dass wir mittlerweile Dokkan auf Deutsch spielen können. Deswegen wundert euch auf jeden Fall nicht. So, wenn es jetzt LR Super Saiyan 4 geht, dann wird dann GG. Kriegt man eigentlich immer garantiert Blue Vegeto-Animation. Jedes Mal, als Vegeto kam, habe ich ihn auf Blue bekommen. Okay, ne, weiß ich nicht. Goldene Schrift kommt immer random. So, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, welcher LR das ist. Ja, Namek Goku. Nehme ich trotzdem gerne mit, habe ich vorhin ja erzählt auch. Okay, nice. Ersten LR haben wir auf jeden Fall schon mal. Ich hab grad kurz Herzinfarkt gekriegt. Aber das ist ja der alte hier, den wir damals auch bei dem alten Gogeta hatten. Also bei dem DBS Gogeta. Gut. Wollen wir auf jeden Fall direkt weitermachen. Oho, wieder Featured. Oho. Alter, den habe ich damals erst nach 500, 900 Stones gezogen, den LR-Name Goku. Ich hätte so gern den Freezer auch, so bin ich ehrlich. Guter Multi. Goku bekommt ein krank gutes EZA. Echt, ist das so? Okay, wir haben auf jeden Fall einen Featured-Character. Wie gesagt, ich bin auch kein Profi, aber. Ja, habe ich ja gesagt. Nehme ich trotzdem gerne mit. Aber ich will trotzdem natürlich LR Tals am. LR Tals, ja. Das ist wieder ein anderes Thema. Ich sage LR Evo Vegeta. Okay, ihr könnt ja könnt gerne spekulieren hier. Ich darf da nicht immer so schnell sein. Okay. Aber ich sollte vielleicht auch ein bisschen schnell machen, ne? Weil wir haben. Oh. Nice, ein Dupe. Hätte ich jetzt noch den Vegeta, wäre es natürlich perfekt. Aber ich habe zwei gezogen, die ich trotzdem noch gerne haben wollte. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Trunks auch gut ist oder spielbar. Okay. Gut. Auf zum nächsten Multi. Ich habe auch wirklich echt viel gemacht, um hier. Am Ende diese ganzen Multis hier machen zu können. Okay, nur C17, das wird wohl eher nix. Der Trunks ist Trash, okay. Bei dem habe ich nämlich keine Ahnung. Also bei vielen Charakteren kenne ich mich nicht aus. Weiß halt nur von denen, die halt gut sind. Ja, der Multi ist nicht so toll. Kann man eigentlich direkt hier alles skippen. Okay, schade. Gehen wir direkt mal hier zum Free Multi. Schon wieder der Kid Trunks. Feuer. Aber was mich beim ersten Multi echt überrascht hat, dass wir hier eine LR-Animation bekommen haben. Oh, langes Kamehameha. Ist doch wieder featured, ne? Oder? Wie gesagt, ich bin viel zu schnell, glaube ich, für den Chat. Feature Character Save. Boah, jetzt bitte gib mir bitte mal. Ich will doch nur diesen Charakter. Nehme ich natürlich trotzdem gerne, habe ich ja auch erzählt. Alles klar. Jetzt habe ich beide Boys gezogen. Jetzt hätte ich sie gern noch in der Fusionsform. Okay, wir machen aber direkt hier weiter. Oh, vier Stück.
Vielleicht noch mit Double Crack? Echt Double Crack. Also im Moment läuft's nicht schlecht, würde ich sagen. Evo Vegeta. Evo Vegeta, bitte komm doch endlich heim. Global habe ich die Super Saiyan JP Duos gezogen auf JP, die Good Boys, finde ich irgendwie lustig. Ich wünschte, ich hätte beide. Jetzt aber Super Saiyan JP Gogeta. Leider nicht. Leider nicht. Zumindest einer, der vielleicht auch neu ist. Ich habe bisher jetzt nur Dupes gezogen. Was natürlich trotzdem nicht verkehrt ist, weiß Gott nicht. Aber oh, C17 und C18. Weil das eigentlich im Grunde ja eh bei dem Peach-Banner egal ist, ne? Weil egal, ob du jetzt LR hast oder. Bald habe ich den auf 100%. Wenn das so weitergeht. Zeno ist so nice. Ja, Zeno-Animation wäre natürlich gut. Ich hatte auch schon ein bisschen die Dreams, dass ich da, dass ich den vielleicht sogar oder einen der beiden vielleicht durch Zeno-Animation sogar ziehe. Oh, den wollte ich schon immer haben, den Goku. Goku Black Rift wäre auch nice. Ja, stimmt. Wäre auch nice. Okay, wir machen jetzt erstmal hier noch den Multi und den Gratis mit. Dann schauen wir auf jeden Fall mal weiter. Satan auf Bu. Oh Gott. Dieser Goku ist einer der ersten SSRs im Game, ja. Bekommt man natürlich danach auch nicht mehr wieder, ne? Wisst ihr, ich habe jetzt schon seit längerem wirklich keine wirklich krassen Charaktere gezogen. Das macht mich irgendwie traurig. LR Namek Goku, sagst du? Moin, schönen guten. Here we go! Ich glaube, ich habe hier echt den das falsche OST laufen, kann das sein? Ey, der Typ, der will mich echt komplett hops nehmen, oder? Was ist jetzt mit dir? Guten Abend, Massi. Aber LR, ja, ich. Ey, ich hab den bald im Überschuss, aber Sonder. Ja, okay. Aber Sondergleichen, ey, ich war. Das gibt's doch nicht, ey. 100% Incoming, ja. Ich ahne Böses. Ich glaube, der Banner ist es nicht. Es tut weh. Es tut einfach weh. Vor allem, wie gesagt, ich habe keinen neuen gezogen oder so. Beschweren kannst du dich trotzdem nicht. Ja. Hast recht. Wie gesagt, die Charakter, die ich super gerne in diesem Banner haben würde, ist natürlich der neueste. Und Freezer. Also Freezer hätte ich wahrscheinlich ja von den anderen Charakteren noch am liebsten. Okay, kommt. Viel Glück, Dankeschön. Piccolo noch mit bei gewesen wäre es, glaube ich, eine Animation.
Ja, vielleicht Crack? Double Crack? Leider nicht. Let's go! Wobei bei dem Banner brauche ich eh nicht wirklich viel erwarten, weil. Oh, Topo! Hi! Nehme ich auch noch. Nimm mich auch noch an. Der Banner scheint irgendwie gerade weniger zu laufen. Gott, Kukuvert. Ja, schmackhaft. Bra. Bra. Hallo? Was machst du in diesem Banner? Bei dem Banner hatte ich sehr viel Glück. Das freut mich natürlich für dich. Hast du eigentlich irgendwann auch endlich mal. Warte mal, wen wolltest du immer haben? Evo oder UI? Schon wieder vergessen, leider. Okay, bisher. Satz mit X. Clean. Komm, jetzt. 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 Krillin, Krillin, du bist es. Wenn endlich gezogen, Steff. Nice. Komm, Krillin. L-Attack, Vegito. Ah, wirst du wohl? Der letzte oder was? Aber du warst nah dran, der Gogeta. Ah, schade. Ach, und der Vegeta auch noch. Nehme ich natürlich auch gern Dokkan fest. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Dupe für den überhaupt gehabt. Ich hätte so gern diesen Freezer, wie gesagt. Ich will nicht die Gottwurst. Wieder Krillin. Ich habe meistens, also. Ich denke mal, das wird zwar jetzt nicht der Fall sein, aber beim letzten Mal, wo ich Krillin hatte, hatte ich eigentlich was Gutes, also wo Krillin alleine war. Wahrscheinlich war das aber auch nur Zufall. Kommt Alec Namek, Alec namens Freezer. Jawohl. Bait, bait, bait. Ach, Vegeta hat's heute auch mit mir, ne? Immer kommt Vegeta. Scheiße, Mann. Hätte ich doch wenigstens auch diesen GT-Vegeta gezogen. Ah. Ist eh wahrscheinlich nicht möglich, aber der. Der LR Trunks zum Beispiel. Den würde ich natürlich trotzdem annehmen, aber wird ja gar keinen Sinn machen, weil es ja ein ganz anderer Banner. Also bei dem Banner werde ich zurzeit geschäftet. Gott, Goku, boah, bitte, bitte drei Feature, bitte drei LR, das wäre schmackhaft. Das wäre wirklich schmackhaft. Bitte, bitte keine drei Unfeature, bitte nicht. Ach, die alten Säcke. Du alter Sack. Okay, nehme ich aber trotzdem natürlich mit. Und Buhan, ja. 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 Ja, nehme ich.
Oh shit. Here we go again. Vegeta, du Sau! Mann! Komm, ist Sau! Okay, aber der Multi war gut, das muss man auf jeden Fall sagen, ja. Hier SSRs. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, nochmal featured. Er muss ja eigentlich, ne, weil C17 und C18. Ich bin stinksauer, Freezer. Vegeta steht auf dich, ja, übertrieben. Übertrieben. Ella Godboys, sage ich. Fast nie hat eine Ankündigung von dir funktioniert. Och Mensch. Ja. Ach, still. Ah! Wieder featured. Nächste sind die Godboys. Nächster Multi. Der Godboys, sage ich. Sagst du? Okay, wieder featured. Ich kann ja auch nicht sagen, dass du so für GTC. Ja. Nö. Nö. Was willst du? Lass ich mal unkommentiert. Jetzt. 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 Ich sagte. Oh. Wartet mal, war das nicht der... Ich überlege gerade, welcher Cell das nochmal war. War der nicht etwas neuer? Vegeta ist heimgekommen. Ja, übertrieben. Ja. Goku fliegt alleine. Goku fliegt alleine. Das ist so traurig, ne? Den neuen Broly. Hat den einer von euch eigentlich gezogen? Ich glaube, der ist bei den meisten eher irrelevant. Ja, Garlic Junior, kommen sie alle. Garlic Junior. Ja, der ist solide, nichts Besonderes, aber. Ja. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Nice to have, aber Garlic Junior hatte ich auch schon. Den mit zwei Dupes. Ey, das ist doch Hammer, ey. Ich habe nicht einen von denen gezogen. Nicht mal Freezer. Warum ist das? Ja gut, die zwei Stones, die nehme ich mit Kusshand.
So, mit Tickets. Okay, das kommt aber hin. Wir können jetzt bei beiden jeweils einen Multi noch machen. Und dann können wir jeweils noch mal... Also wir können noch 6 Multis machen insgesamt. So. Oh, 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 bitte, 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 gib mir bitte was Gutes. Auch wenn es nur Freezer ist. Bitte gib mir was Gutes, auch wenn es nur Freezer ist. Ja! Danke. Okay, endlich. Endlich mal was Produktives. Ja. Ja. Geht doch. Bitte Clip, einer. Bitte Clip. Oh. Dankeschön auf jeden Fall. Jawohl. Okay. Und bei dem anderen jetzt noch? Wäre natürlich lustig, lustig, wenn die jetzt auch noch kämen. Aber glaube ich nicht. Das ist, das wäre viel zu heftig dafür. Hey, das war auch keine Animation, nix. Muss natürlich nicht immer was heißen, aber... Sangria. Trinke dich mit Sangria. Puh. Obwohl YouTube-Video regelt. Ja. Yeah. Mal gucken, wie ich das richtig zusammenschneide. Nicht, dass das Video zu lange wird. 6 Stunden später. Ja, aber ich habe schon gedacht, dass der Multi nicht so pralle wird. Aber egal. Aber egal. Jetzt nehmen wir doch die restlichen Tickets mit. So. Achso, man muss ja immer separat über Tickets wählen. So, ich würde aber dann erstmal bei denen hier auf jeden Fall ziehen. Weil da habe ich ja eh schon das, was ich wollte. Vielleicht kriege ich, wie gesagt, noch Freezer rum. Wieder Animationen. Wie gesagt, das ist eben vom Prinzip her eh Wurst, weil eigentlich der einzige. Na, wobei, nee, es gibt noch ein paar andere, die noch kommen könnten. Die featured sind, aber keine LRs. So. Oho! Ui! Dupe! Gerne! Willst du denn C18? Ja gut, der Cooler ist... Die besten Banner-Geschichte von Dokkan, weil die gönnen... Ja, das ist... Also, die Banner sind sehr krass, also... Vor allem natürlich die ganzen LRs, die featured sind, das ist schon... Aua. Aua. Okay. Tora? Hallo? Aber die Banner sind wirklich also sehr, sehr gut auf jeden Fall. Gerade natürlich für diejenigen, die beispielsweise neu anfangen, weil man kann sich so relativ gut und schnell ein krasses Team zusammenstellen. Ich meine, Trunks ist ein gutes Beispiel dafür. Ach, diese die Giant Apes, die sind eher irrelevant. Okay, schade, leider kein Freezer, aber UI. Gut. Dann letzte
Chance. Unsere letzten Möglichkeiten jetzt hier, die 9 zu ziehen. Okay. Dino-Animation wäre natürlich gut. Wäre natürlich lustig, wenn die jetzt auch noch kämen. Leute! Nein, und das mit den Tickets, oh mein Gott. Bis zum Ende dachte ich wirklich, kompletter Chef. Wie, danke Jungs, oh, vielen herzlichen Dank, ich pay gleich meinen Lohn rein in Dokkan. Mach das bloß nicht. Dokkan durchgespielt. Nee, das, ich hätte... Also man muss immer bis zum Ende dran glauben, aber ich habe natürlich zwischenzeitlich jetzt wieder nicht mehr dran geglaubt, weil das waren ja verdammt viele Stones, die ich da reingehauen habe. Oh mein Gott. Einfach Xeno-Animation, oh mein Gott. Aber wisst ihr, was das Lustige ist, wenn ihr mal drauf achtet? Das könnt ihr ja auch im Video dann im Nachhinein sehen. Ich habe einfach bei beiden jeweils zuvor Kid Trunks und Kid Goten gezogen. Also als Animation. Zu wild. Jo, wieso nicht? Nehmen wir dich auch noch mit. Oh, ich habe auf jeden Fall am Ende erstmal richtig viel Aufräumarbeiten hier. Aber es ist krass, also muss ich wirklich sagen, nach den letzten Bannern, die ich gezogen habe und was ich vor allem gezogen habe, ist das natürlich wieder Beste. Also kann da schon nicht mehr viel zu sagen. Halten, genau. Das waren meine Summons vom diesjährigen 7. Anniversary. Natürlich läuft das 7. Anniversary nach wie vor weiter. Das heißt also, das wird nicht das einzige Video sein, was ich so in dieser Form hochgeladen habe. Allerdings ist dies das allererste Mal gewesen, dass ich ein Video im Stream sozusagen gedreht habe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze liken würdet, vielleicht kommentieren würdet, was ihr so gezogen habt und ob ihr auch genau das gezogen habt, was ihr wolltet. Wir sehen uns auf jeden Fall bei weiteren Videos wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.